Ja, Leute. Hallöchen. Peace. Oh, meine Brille ist voll schief. Egal. Bin ich so schief am Hocken? What the fuck ist meine... Was ist mit meiner Brille los? What the fuck? Warum ist sie so schief auf meiner Nase? Egal. Hallöchen, ich dachte, ich überlege mir was Neues. Boah, es ist so warm im Auto, gell? Es ist so fucking warm. Ja, ich dachte, ich fahre gerade nach Hause von der Arbeit. Ich dachte, ich nehme einfach mal auf, wie ich nach Hause fahre. Und quatsch einfach vor mich hin, was mir alles so einfällt. Was ist mit meiner Brille los, Digga? What the fuck? Das ist so weird. Jesus. Egal. Es ist so warm, es ist so unfassbar warm, es ist ekelhaft. Es macht keinen Spaß. Es ist jetzt wieder Zeit für Winter. Wir haben jetzt genug Sommer gehabt. Das sieht bescheuert aus mit der Brille. Das sieht besser aus. Keine Ahnung, was mit der Brille los ist. Ja, ich warte eigentlich nur drauf, dass mein Handy umfliegt, weil ich hier fahre. Weil es liegt eigentlich nur vom. Ich sehe halt, wie schnell ich fahre. Und den Rest sehe ich gar nicht. Ich warte eigentlich nur drauf, dass mein Handy umfällt. Aber nö. Tatsächlich klappt es. Hey, nicht erwartet. Ich dachte, ich muss mir einen Handyhalter kaufen. Ich weiß nicht, vielleicht lade ich das auf YouTube hoch. Mal gucken. Das hört sich echt komisch an, wie ich. Ich höre mir selber zu, wie ich rede. Ich höre mich an wie ein Trottel an. Meine Stimme hört sich echt beschissen an. Egal. Ja, aber was können wir quatschen? Es wird Zeit für Winter, wie schon gesagt. Das ist so ekelhaft. Winter macht alles mehr Spaß. Zu Hause ist es nicht heiß. Dein PC wärmt dich. Und da ist mein Handy umgefallen, sehr gut. Ist passiert. Vielleicht musst du doch Handyhalter kaufen. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Angeblich soll es heute noch regnen, aber irgendwie sieht das nicht so aus. Mal schauen. Gut, ich filme jetzt nebenbei, aber ich sollte trotzdem auf Verkehr achten. Also, das ist trotzdem wichtig, ne? Ja, wir haben den 1. August. Das heißt, es kommen neue Spiele raus diesen Monat. Was haben wir denn? Was mir jetzt sofort einfällt, wäre halt Star Wars Outlaw. Aber das, ich weiß nicht. Ich glaube, da warte ich auch lieber, bis es im Angebot ist. Es ist halt typisch Ubisoft. Mit deren überteuerten Preisen und ihren Special Editions und 3 Tage früher zocken. Aber das macht halt auch meistens Geld, ne? Dieses 3-4 Tage früher zocken ist schon geil. Aber ich glaube, für Singleplayer-Spiele, na, lohnt sich glaube ich nicht. Aber ja, ihr könnt ja schreiben, wie eure Meinung dazu ist. Ich werde vermutlich auch ein paar TikTok-Clips hochladen dazu, wie ich hier einfach quatsche und fahre. Ich hoffe, es wird nicht geleakt, wie ich fahre. Es wäre schon funny. Obwohl, es gibt ja diesen Geogesser-Typen, der alles weiß. Das ist ein bisschen gruselig. Aber ich glaube, ich weiß, wie er es macht. Der sieht ja für ein paar Sekunden nur, wo er ist und weiß sofort, wo er sich befindet. Ich vermute mal, das ist wie bei der Fahrschulprüfung damals. Du machst ja diese schriftliche Test und irgendwann kommen ja dauerhaft die gleichen Fragen die ganze Zeit. Und irgendwann kennst du es auswendig. Vermutlich spielt er so oft und so lang schon, dass er wahrscheinlich von dem Bild nur weiß, wo er ist. Von daher wundert mich das nicht, dass er so gut weiß. Also mein Handy ist bis jetzt nur einmal hingeflogen. Nicht schlecht. Auch gestern hat ja auch Dr. Disrespect tatsächlich getweetet. Seit langem. Das heißt seit langem, es ist glaube ich erst nur ein paar Wochen her oder sowas. Also es ist nicht krass lang her. Und was aktuell ist, ich glaube, er hat die Chance genutzt, weil er gesehen hat, ey, da geht was mit Mr. Beast, Drama, dieser Chris, oder wie immer der heißt, gibt es auch gerade Drama. Ich bin gerade aus dem Rampenlicht raus, ich glaube, ich komme wieder zurück. So meine Vermutung, ne? Aber schon krass, wer hat das gedacht vor 4 Jahren, oder wurde er gebannt, glaube ich? Wer hätte gedacht, dass das der Grund war, ne? Crazy time.
Mal schauen, wer als nächstes ist, ne? Der mit Minderjährigen geschrieben hat. Der über 18 ist, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Mein Bart glänzt so schön in der Sonne. Ich bin müde. Ich höre, Kaffee bringt nichts mehr. Ich trinke so viel Kaffee. Ich glaube, irgendwann entwickelst du eine Immunität dagegen. Das wirkt einfach nicht mehr. Das ist so Schwachsinn, Alter. Man wird trotzdem müde die ganze Zeit. Leute haben Sonnen, obwohl jetzt gerade die Sonne nicht draußen ist. Es sind mehr Wolken als Sonne. Ich sehe gerade 50 Wolken und 4 Sonnen oder sowas. Leider kann ich keine Musik anmachen. Ich dachte, ich kann. Ich habe Spotify am Laufen. Und ich nehme mein Handy auf. Aber beides letztendlich geht leider nicht. Und das Auto vor mir hat einen Jesus-Aufkleber drauf. Geil. Von Jesus. Also geil, ich kann mich beobachten und meinen Bart fixen nebenbei. Aber Digga. Ich habe Augenringe des Todes, Digga, glaube ich. Gehört wohl dazu. Ja. Also ich streame auf Twitch, ne? twitch.tv/recreatetv. Könnt gerne vorbeikommen. Aber was ich krass schwer finde, ich höre halt viel, ja, du brauchst TikTok-Account, damit du erfolgreich auf Twitch wirst. Also damit du halt die Leute, ne, von dort nach dort holen kannst. Aber ich finde das gar nicht so einfach, weil du kannst sagen, ja, schön und gut, ich habe jetzt, wie viele Follower habe ich auf TikTok? 3000 irgendwas. Und du gibst halt immer diese Hinweise, so, ja, ich streame auf Twitch, komm gerne vorbei. Es schauen sich natürlich ein paar Leute an, aber es passiert halt nie, ne? Ich frage mich, woran das liegt. Also ich finde es gar nicht so einfach, die Leute von TikTok auf Twitch rüberzubringen. Ich würde halt gerne wissen, wie viele von meinen TikTok-Followern auf Twitch unterwegs sind. Ich kenne einen, zum Beispiel P7, grüß dich P7, falls du das siehst, grüß dich. Bald wieder Helldivers 2. Bei dem hat zum Beispiel geklappt. Da weiß ich, okay, der kommt von TikTok und den habe ich auch auf Twitch sozusagen. Aber es klappt ja nicht bei jedem so. Aber wie macht man das am besten? Was ist da die Lösung? Ich habe keine Ahnung. Das ist so meine aktuelle Herausforderung. Weil Twitch ist natürlich meine Hauptplattform. Und ich habe auch noch einen YouTube-Kanal und einen TikTok-Kanal und einen Twitter-Account. Aber Twitter nutze ich so nur, um News zu holen zu neuen Spielen oder halt aktuellen Themen der Welt. Ja. Genau, TikTok mache ich, lade ich sehr gerne Memes hoch. Selten Twitch-Clips von mir. Vielleicht sollte ich das mal machen, mehr Twitch-Clips auf TikTok hochladen. Aber ist auch nicht die Lösung. Vielleicht ist sowas hier eine Lösung. Wisst ihr, was ich meine? Einfach mal Videos drehen, einfach quatschen, auf TikTok hochladen oder auf YouTube vielleicht. Geht dann was, wisst ihr, was ich meine? Aber wie gesagt, schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich stream da immer, ich habe damals immer jeden Tag gestreamt. Was dann zu viel wurde, wegen Hauptberuf noch nebenbei. Das ist dann mental nicht so geil. Jetzt streame ich nur noch montags, mittwochs, freitags und samstags auf Twitch. Das reicht auch. Ich habe meinen Spaß. Achso, ja, genau. Ich war noch am Reden wegen neuen Monat. Also, wir haben jetzt August. Das heißt, neue Spiele. Habe ich schon erwähnt? Ich weiß nicht. Genau, Star Wars. Genau, wir waren bei Star Wars Outlaws eigentlich ursprünglich. Genau, das wollte ich mir echt holen, aber jetzt doch nicht mehr. Ich warte, bis es im Sale ist. Aber das einzige Spiel, was mich gerade juckt in August, ist halt Wukong. Das ist halt ziemlich geil. Da freue ich mich schon. Das wird ein gutes Spiel. Und ich glaube, das war schon für den August. Also der August ist halt das typische Sommerloch, ne? Im Sommer kommen halt immer nicht so krasse Games raus, weil alle Urlaub machen im Sommer.
egal aus welchem Land du kommst. Es kommen halt selten oder nicht krass viele Spiele an einem Wochenende. Im Sommer. Ne? Wie lange kann ich Video. Sollte ich. Wenn ich das auf TikTok hochlade, sollte ich kurze Clips machen von dem Video hier oder eher längere Teile hochladen? Ich glaube nicht, dass es auf TikTok Leute gibt, die. Ich glaube nicht, dass es auf TikTok Leute gibt, die sich 5 Minuten Videos anschauen, oder? Ich glaube, TikTok ist echt nur so kurze Videos konsumieren, so viel wie geht, so schnell wie geht. Ich glaube, auf TikTok. Ich schaue selber auf TikTok keine langen Videos. Puh. Morgen ist Freitag. Das heißt Wochenende. Das heißt länger zocken. Ich glaube, ich werde auch wieder Mortal Online 2 spielen. Vermutlich. Es kommt darauf an, wenn ihr dieses Video seht. Vielleicht spiele ich schon was anderes. Aber aktuell. Ja, Once Human würde ich gern mehr spielen, aber bei denen ist es ein bisschen komisch mit dem Content. Ich weiß nicht. Ich bin gespannt, wie das wird, wenn der Wipe kommt bei Once Human. Ob dann viele dranbleiben, weil aktuell spielen immer jeden Tag ungefähr ca. 150.000 Leute. So pipapo minus plus, ne? Und ich weiß nicht, die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, dass ein Wipe kommt. Und dann wundern sie sich auch so, was soll der Scheiß? Kein Bock mehr, das alles immer neu zu machen, ich höre auf. Tschüss. Aber ja, mal schauen. Ansonsten, oh shit. Warte mal, wir haben Anfang August, das heißt, bald kommt EFT-Wipe. Das heißt, eigentlich müssten bald wieder, es ist ja gerade ein Pre-Wipe-Event am Laufen. Ich glaube, Labs hat kostenlosen Eingang. Und ja, ich glaube, es wird bald mehr kommen. Weil Nikita meinte beim letzten Devstream, dass Anfang August der Wipe kommen soll. Und Anfang August ist für mich halt zwischen dem 1. und dem 10. August. Ich habe überlegt, ich bin in Kasachstan geboren, ich habe überlegt, dass ich nächstes Jahr, also 2025, nach Kasachstan fliege, meine Verwandten besuchen, weil ich war lange nicht mehr dort und ich glaube, wegen der aktuellen Weltpolitik, weiß ich nicht, wie lange das noch möglich ist, wisst ihr, was ich meine? Wir wissen ja nicht mal, wie schlimm das werden kann noch und solange ich die Chance habe, wisst ihr, was ich meine, besuche ich die Hoppala. Solange ich die Chance habe, besuche ich noch meine Verwandten. Da ist es passiert. Aber ich werde mal das Video hier beenden, weil wir kommen langsam zum Ende und ich will nicht meinen Ort leaken, wo ich herkomme. Von daher bedanke mich fürs Zuhören. Ich glaube nicht, dass jemand das Video anschaut, aber danke fürs Zuhören. Vielleicht auch danke fürs Zuschauen. Lasst gern ein Abo und ein Like da. Lasst da gerne ein Follow auf Twitch da und wir sehen uns im nächsten Video oder wir sehen uns live auf Twitch. Habt noch einen schönen Tag, passt auf euch auf und auf Wiedersehen. Tschüss.